Mir ist auf der vorletzten Fahrt mein Schaltseil gerissen. Und zwar war ich auf Lok unterwegs zu einem entspannten Brettspielabend. Und wenn auch die Schaltung auf den tags zuvor 300 Kilometern so ein bisschen hakelte, hat sich kurz vor unserem Treffpunkt mein Schaltseil endgültig verabschiedet. Tja, und wie ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, schaffe ich es nicht mehr in niedrigen Gang zu schalten. Wenn ich jetzt völlig aus dem Konzept gekommen. Hallo, ich will den ersten. Aber warum ist das so? Bei modernen Autos, wo der Schalthebel hier ist, bewegt man den normalerweise in zwei Richtungen. Nach vorne und hinten und nach links und rechts. Links und rechts ist, um zwischen den Schaltgruppen zu unterscheiden, und nach vorne und hinten, da legt man dann die zugehörigen Gänge ein. Bei mir klappt dieses vorne und hinten immer noch. Das ist nämlich hier bei dem Auto hoch und runter. Das zwischen den Schaltgruppen wechseln wird durch den Zug erledigt, also das geht nicht mehr. Das hat keine Wirkung mehr, weil hier vorne drin ist er an dieser Stelle gerissen. Wenn man hier zieht, dann sieht man, dass der sich einfach so bewegen kann. Das bedeutet, ich konnte auf der Rückfahrt nicht zwischen den Schaltgruppen hin und her schalten, musste händisch wieder in den ersten, zweiten schalten und dann konnte ich nur noch zwischen den beiden wechseln. Das wiederum hatte natürlich dann eine sehr entspannte Rückfahrt zur Folge, weil im zweiten fährst du natürlich nicht schneller als, keine Ahnung, 40 oder sowas. Aber zum Glück war es irgendwann morgens nach Mitternacht. Von daher habe ich, glaube ich, kein Auto getroffen, beziehungsweise fast kein Auto. Ja, so konnte ich mich noch bis nach Hause retten. Dann habe ich das Teil bestellt, was auch wunderbarerweise direkt geliefert werden konnte. Ehre an Dirk Greve von Borgwardteile.com an der Stelle. Da ist es. Und das muss ich jetzt irgendwie wieder in das Auto reinbauen. Ich zeige euch aber erstmal, was bei dem alten kaputt ist. Direkt ab. Nach vorne kann ich rausziehen. Das sieht krank aus. Das hat schon mal jemand geflickt hier. Das muss ich euch gleich mal zeigen von nah. Das heißt, jetzt kommt der schöne Teil. Ich muss das, was ich jetzt hier gemacht habe, nochmal unterm Auto machen. Blind. So, von hier oben komme ich immerhin schon mal an diese Schraube dran. Und dann muss ich von unten den Kugelkopf lösen und abschrauben. Und dann kann ich es auch hier rausziehen aus der Platte. Hoffentlich. Mal gucken. Hier ist es am Getriebe fest. Da wird es quasi an dieser Platte festgeschraubt hier. Und da ist es abgerissen dann auch. Zack. Da ist es abgerissen. Und die andere Seite, die innen ist, die sieht so aus. Zusammengeschweißt, wie auch immer das geht bei einem Gummiteil. Und hier die Platte, wo das unten fest ist, die wurde schon mal durchgeflext und dann wieder zusammengeschweißt. Alles höchst skurril. Wir haben die Arretierungsplatte irgendwo. Da dran, hinten dran, sind dann Mutter- und Unterlegscheibe. Vorne dran ist dann diese Führung. Und letztendlich hat man dann hier vorne einen mit einer Mutter gegengesicherten Kugelkopf, der dann auf die Schaltung gedrückt wird. Einmal unten auf dem Getriebe und einmal oben an der Lenksäule, wie man vorhin gesehen hat. Und die Teile muss ich jetzt umbauen. Allerdings ist mir beim Ausbau bei diesem Kugelkopf, der wird arretiert durch einen Sprengring, der durch diese zwei Löcher gesteckt wird, der ist mir abgebrochen. Außerdem ist der sowieso ziemlich vernudelt. Ich werde jetzt unten diesen hier, der den Sprengring integriert hat, einbauen und hoffen, dass das hält beim Schalten. Und für oben muss ich mir noch was anderes überlegen, aber da kommt man wenigstens dran. Wenn man hier zieht und drückt, wird der Gang eingelegt. Und das muss jetzt wieder da durch in den Innenraum. Und zwar durch dieses
Rohr. So. Ein paar Teile und die Stelle, wo es rein muss. Damit es dann am Schluss auch wieder richtig eingestellt ist, habe ich meinen Ganghebel in die gezogenste Position gepackt, also in den dritten, vierten Gang. Und dann quasi den Zug unten auch so weit gezogen wie möglich und dann so weit rausgedreht, dass es genau auf den Kugelkopf gepasst hat. Und bisher bin ich damit relativ gut gefahren. gefahren, wisst ihr? Also, weil das Auto, das fährt, ja. Jetzt sollte dritter, erster... Der Rückwärtsgang blockiert noch, das könnte aber damit zusammenhängen, dass gerade die Zahnräder ungünstig stehen. Das werde ich gleich beim Fahren testen. Aber grundsätzlich sollte ich jetzt wieder alle Gänge haben. Ich bin auf jeden Fall hochgespannt. Ich muss erstmal einen Autoschlüssel holen. Choke. Ja, und auf meiner kleinen Probefahrt habe ich dann auch mal den Rückwärtsgang eingelegt, ne? Also quasi die vorderste Schaltgasse. Dann beim wieder vorwärtsfahren die mittlere Schaltgasse, erster und zweiter. Und auch die letzte Schaltgasse, dritter und vierter, hat angenommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ziemlich froh, dass das so ausgegangen ist. Ich habe nämlich aus dem Borgwaldclub schon Berichte gehört von Schaltseilen und Versuchen, die zu reparieren, wo die Einstellungssache und Länge vom Schaltseil beim fünften Versuch immer noch nicht gepasst haben. Tja, selig sind die geistig armen. Ich hatte keine Ahnung, habe einfach ein bisschen geschraubt und es funktioniert seither einfach absolut ohne Probleme. Und damit entlasse ich euch aus der heutigen Schrauberfolge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Dashcam-Folge. Ich freue mich auf euch und eure Kommentare. Bis dahin. Euer Horsey.